So, willkommen zurück zu einem neuen Part The Legend of Zelda. Ich, Sanko, bin wieder mal für euch hier unterwegs und wir wollten mit diesem Kerl sprechen, um unsere Kleidung zu färben. Hereinspazierend. Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Hateno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerial dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleider in deinen Lieblingsfarbton. Machen wir's. Gut, dann warte kurz da oben. Worum? Es ist Tradition, bei der Athenu-Färberei die ganze Garnitur vom Kragen bis zur Sohle auf einmal zu färben. Oha. Dann wähle die Farbe, mit der wir färben sollen. Das zu färbende Kleidungsstück ziehst du einfach an. Okay, Farbe wählen. Und welche Farbe darf es sein? Oha, sieht ja schon recht skurril aus. Oh, hellgelb. Alles in schwarz. Alles in weiß. Alles in blau. Alles in pink. Oh, Pink Rider hier. Alles in grün. So, aber ich hätte es gern in gelb, aber das ist mir ein zu gestochenes gelb. Ich würde das in diesen hellen Farbton nehmen. Obwohl es schon jetzt hier bei dem Blick eher nach grün oder an grün kommt. Soll ich dieses Gelb nehmen? Nee, ich nehme dieses Gelb. Aber was sagt Orange? Es gibt so ein paar Farben, die sind irgendwie ein bisschen deplatziert. Ich nehme dieses etwas hellere Gelb. Nicht ganz so knallig. So, gucken wir mal. Diese Farbe können wir mit diesen Materialien hier erzielen. Wähle 5 davon. Boah, ich hab genug. Okay. Boah, dann nehme ich doch das, wovon ich am meisten habe, oder? 2, 3, 4, 5. Gut, dann nehme ich dir die 20 Rubine mal ab. Was? Er hat doch gesagt, dass er. Dass er, dass er, die 20 Rubine nicht braucht, oder? Neu wählen. Aber wie er guckt. Ja. Scheint egal zu sein, was wir machen. In Ordnung. Besten Dank. Gut, halt einfach kurz still. Ja, guck. Okay. Yay. Oh, das ist très chic. Kleider machen Leute und du bist gerade neu geboren worden. Wenn du noch einen fern möchtest, wende dich an mich. Auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall cool. Ja. Ja, es ist nicht hellgelb, das ist mehr so ein Beige-Ton. Aber ich find's toll, das sieht schick aus. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so machen können. Hier ist Feuer. Hier ist eine Statue. Also hier könnte ich beten, aber ich habe nicht genug, das weiß ich. Ich werde von einem Fenster aufgehalten. So, da oben wird wohl nichts sein. Was ist das? Was ist denn das? Ist das? Das ist irgendwie Feuer. Geht doch. Was ist denn das? Warum leuchtet das blau? Was ist das? Hallo? Ich irgendwas machen? Aware, okay.
Was muss ich hier machen? Wofür ist das? Oder ist das erst später von Relevanz? Ist deine Nummer so ein Ding? Nee, das ist der Schrein. Warum ist hier ein Schwert? Warum ist hier ein Schwert? Oh, wir haben eine Pflanze, die rüsten wir mal aus. Ich halte immer ein bisschen Ausschau, ob es hier irgendwas gibt. Und da oben gibt es irgendwas. Naja, oben führt uns auf jeden Fall die Story hin. Mal gucken. Hier ist eine Kuh und hier sind Schafe. Kann man sich Fell von denen holen? Oh. Ich glaube nicht, dass man die töten kann, oder? Die sehen sehr, sehr so aus, als wenn man die nicht töten könnte. Ich glaube nicht, dass man die töten kann. Die ist sogar ein Hund. Reagiert der? Reagierst du? Ja, er reagiert, aber er kommt nicht mit mir. Krogfäscher. Okay, hier gibt es auf jeden Fall irgendwas zu tun. Diesen See. Jo, Tag auch. Sag, bist du ein Reisender? So, aha. Weißt du, ich habe da eine Aufgabe und du siehst so aus, als wärst du genau der Richtige dafür. Würdest du mir helfen? Kommt drauf an. Jo, also. Es tut mir im Herzen weh, aber ich möchte dich bitten, tief im Exparwald Hirsche für mich zu jagen. Es gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den Wald. Also erlege bitte innerhalb von einer Minute so viele Hirsche, wie du kannst. In Ordnung? Danke. Kannst du sofort anfangen? Ich fange sofort an. Na dann, ich verlasse mich auf dich. Okay, Hirsche töten. Na, ist ja auch mal was. Oder Hirsche jagen. Jagen ist kein Töten. Jagen ist Überleben. Oder aus Spaß, ne? Dann wollen wir mal, der Höchstjagd anfangen. Ich gebe dir Bescheid, wenn eine Minute vorüber ist. Boah, hier gibt's Edelwild. Glutling, ein knallroter Pilz, der vor allem in den warmen, feuchten Gebieten vorkommt. Er schmeckt so feurig, wie er aussieht und macht als Koch zu den Körper Kälte unempfindlich. Okay, da ist noch einer. Manchmal droppt die Framerate so sehr beim Pfeil und Bogen rausholen, das nervt schon ein bisschen. Na, krieg ich dich noch? Ja, krieg dich noch. Die Zeit ist um, komm zurück. Oh, nur 4 Stück, ey. Fühl ich mich ja echt schlecht. Das waren 4 Hirsche. Du bist kein schlechter Jäger. Hier, deine Belohnung. 5 Rubine. Tja, wir müssen die Zahl der Hirsche im Wald weiter reduzieren. Hilfst du mir wieder? In Ordnung. Ach, gleich nochmal. Ich wollte das eigentlich nicht nochmal machen. Ja, ist ja gut.
Aha. Aha. Die Liebe, die ich noch mitnehmen, ne? Eine Maxi-Rübe. Okay. Habe ich bald keine Pfeile mehr, ist auch nicht so toll. Die Zeit ist um, kommt zurück. Okay, bleibt bei 5 Rubinen. Ich glaube, wenn man bestimmt 10 hat, dann kriegt man bestimmt mehr. Ja, ich komme nochmal auf dich zurück, wenn ich nochmal Bock darauf habe. So, aber hier oben auf den Häusern, da gibt es wahrscheinlich nichts. Würde ich mal so sagen. Ah. Ah, wird schon mal sehr knapp. Bin ich nochmal gesprungen. So. Das ist ein Schild. Noch ein Schild. So, warum sind da unten so eine Bäume? Steht auf dem Schild drauf. Ateno-Institut. Gefahr. Brave Kinder spielen besser anderswo. Unglaublich, ey. Dann ist der eine Schrein. Steht da dasselbe oder steht da jetzt was anderes? Das ist ein riesiges Fernglas. Gefahr, kehrt um, Kinder. Heiße Feuerschale, Finger weg. Okay. Ach, ich brauche keine Äpfel unbedingt. Was gibt's hier oben, bevor ich da reingehe? Noch nichts Benutzbares auf jeden Fall. Zur Tür? Ja, da könnte ich schon reingehen. Okay. Was macht ein Wächter hier? Ui, du hast mich entdeckt! Mir war so klar, dass es hier irgendwas gibt. Gucken wir mal, was es hier drin Tolles gibt. Okay. Und irgendwelche Verrückten. Okay, hier könnte ich den Schikastein reinmachen. Guten Tag.
Das hier ist das Rateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie mit dem Direktor sprechen? Genau. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er ist sehr beschäftigt, also bitte fassen Sie sich kurz. Ja. Guten Tag. Ich wette, so viele Bücher im Ort hast du noch nie gesehen. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele es sind? Schwer zu jagen. Was du da am Jötel trägst, ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel. Ein waschechter Shika-Stein. So ungern ich dazu gebe. Aber ich hab noch nie im Leben in echten gesehen. Das ist faszinierend. Das musste mir sagen, welche Module er besitzt. Ein Stasis-Modul, aha. Ein Magnetmodul. Oh. Ein Bombenmodul und ein Kryo-Modul. Und was noch? Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Momentchen mal. Das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Die müssen irgendwie verloren gegangen sein. Oh, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Simon. Simon? Und du bist Link, wa? Du kennst mich? Impa hat mir alles erzählt. Die sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauche, sollen wir ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name sei Link. Oh, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe, zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin. Das ist ein waschechter Shika-Stein. Okay, Frau Direktorin. Oh je, ich hab ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht da hinten. Das ist die Direktorin des Rateno-Instituts. Die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikforschung. Pura. Kachika. Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ich habe das Gefühl, dass er mich als Assistenten angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber... Nee, du solltest das aus ihrem eigenen Mund hören. Sprich doch einmal mit ihr, wisst ihr? Na gut. Es bleibt unter uns. Haha, da bist du, Buff, was? Nicht Simon ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Katschika! Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein. Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich doch vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht, als die Verheerung an dich erwischt hatte. Dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzung heilen.
Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Trotzdem erinnerst du dich nicht an mich? Nein. Hm. Wenn jemand im Schlaf des Lebens sieht, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notieren. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir, immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du willst. Ich will aber nicht fragen, ob du ein Kind bist. Ich will fragen, was mit mir, wo meine Erinnerungen sind. Ich will wissen, wer ich bin. Du bist ein Kind. Unverschämtheit. Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment oder, naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben, aber nur für die Wissenschaft, nicht lesen. Oh, aber genug davon, zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wiedererstarkte Verheerung Ganon besiegen können? Wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangene Basismodule deines Sheikah-Steins zu aktivieren. Ja, bitte. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was schaust du denn so komisch? Du hast doch nicht geglaubt, ich würde deinen Sheikah-Stein einfach umsonst für sich reparieren. Eigentlich schön. Schon. Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notiert. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale. Leider ohne Feuer. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus den Flammenbornen holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Lichtsteinchen aktiviert. Du kannst die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Okay. So. Da brauchen wir 100 pro eine Fackel für. Also was soll ich machen? Die soll ich hier reinmachen oder was? Die blaue Flamme war da hinten. Hui. Und ich wette, ich darf nicht rennen. Wir holen uns das Feuer. Wir holen uns das Feuer. Und wenn nichts hab, dann darf ich nicht rennen. Was ein Dreck. Und ich wette, ich darf bestimmt auch nicht durchs Wasser gehen. So. Jetzt haben wir Feuer. Ich renne, stecke ich es weg und mache es somit aus. So. Und ich glaube, das ist zu weit, um drüber zu springen. Ja. Also dürfen wir jetzt einmal schön durchs Dorf laufen, ne? Oder... Ah nein, wir kommen da hoch. Oder? Kommen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Versuche es wert. Wie bei der Olympiade holen wir das Feuer und keine Ahnung, wie lange dieser Stock noch brennt. Kann ich damit hier auch die Dinge anmachen? Okay. Was war jetzt die Aufgabe? Ich habe es vergessen. Zuvor wird sich der Lichtschein, daher kann das hier Sheikah-Stein nicht repariert werden, wenn die Feuerschale vor dem Museum überfunden. Okay. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt hier das mitnehme und der Stock geht irgendwann kaputt, dann kann ich hier kurz oder lang halt eine kleine Abkürzung, wo ich mir das holen kann. Und das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Er darf auf keinen Fall
wegstecken, die Scheiße hier. Weiß ja nicht, ob der Stock jetzt hier irgendwann verbrannt ist, aber ich denke mal, bestimmt schon. Und ich denke mir mal, es passiert bestimmt irgendwas, wenn wir alle von diesen Laternen anmachen. Das werden wir später auch mal machen. Oder ich werde das später mal machen. Alle Laternen an. Vielleicht ist es ja sowieso Teil der Aufgabe. Zweites, alle Laternen anzumachen. Ich habe das Gefühl, das Feuer wird immer weniger. Kann mich natürlich auch täuschen. Was leuchtet so schön blau? Das ist ein kleines Kind. Ach man, aber sowas mag ich überhaupt nicht, wenn du nicht rinderst. Oh, jetzt wird es langsam dunkel. Okay. Und ich habe schon gemerkt, dass ich glaube ich in den letzten zwei Parts zu wenig erkundet, oder nicht in den letzten, aber in den davor auf jeden Fall zu wenig erkundet habe. Und ich glaube, ich mehr erkunden muss. Okay, der Teleporter ist schon mal aktiviert. Das Athen-Institut wurde als Teleporter aktiviert. Oh, geht irgendwo einer hingeschissen. Jedenfalls riecht das so hier gerade. Oh mein Gott. So. Aber ich kann meinen Schickerstein noch nicht reinmachen. Mann. Vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Darin ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun einmal. Hihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mit Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule deines Schickers sind schon so gut wie wiederhergestellt. Mann, irgendwas ist hier doof. So. Los, dann ruf mal ganz laut. Katschika, komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Katschika! Nee, Katatschika oder was auch immer. Ja, so muss sich das anhören. Alles klärchen, die Reparatur des Schickersteins kann losgehen. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es mal an. Schickerstein erkannt. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Na, ist ja krass. Ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch oder Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Da sind aber schon viele Bilder. Okay. Reparaturvorgang abgeschlossen. Na, jetzt wird's aber kriminell hier, Alter. Und fertig. Na, ist wieder alles aktiv. Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Da. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part und gucken uns dann die ganzen Sachen an,
die jetzt freigeschaltet wurden. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.